Hallo ihr Flöhe, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt auf Nintendo Switch. Wir treffen uns jetzt mit dem roten Lambert. Hallo. Warum hast du so lange gebraucht? Karadin lebt mit großer Wahrscheinlichkeit in Novigrad und er hat den Kontakt zu Hammond nie abgebrochen. Sie sind Geschäftspartner. Ich habe auch was erfahren. Er handelt heimlich mit, lebendiger Ware. Hat ein Schiff namens Perle der Küste, verkehrt zwischen hier und Skellige. Seinen Namen hat er auch geändert. In Roland Treuger. Offiziell respektabler Geschäftsmann und Philanthrop aus Novigrad. Er besitzt ein Anwesen in Gildorf. Was ist mit Selyse? Gibt's Neuigkeiten über Selyse? Nun, du warst nicht da, um für ihr Leben zu bitten. Okay, gut, gehen wir zu Karadin. Also gut, statten wir Karadin einen Besuch ab. Ich glaube, ich weiß, wie wir reinkommen. Ich habe einen Plan. Wenn dein Plan nicht das Ausschalten von Wachen vorsieht, sollte er überarbeitet werden. Immer mit der Ruhe. Lass sie anfangen. Ihr werdet erwartet. Kommt rein. Okay. Ging ja schneller als erwartet. Und ohne Klappe. Hallo, kleiner Mann. Fühlt euch ganz wie zu Hause. Er ist ein Hexer. Ganz recht. Darf ich meine Frau Letizia vorstellen und meine beiden Kleinen? Ihr wisst, wer ich bin, und ich habe von euch gehört. Ihr stellt viele Fragen über mich. Das macht mich immer neugierig. Aus welcher Schule stammst du? Aus der Katzenschule. Gibt nur noch wenige von uns. Mal gucken, ob es gleich noch einen weniger gibt. Hexer sind steril. Die können keine Kinder kriegen. Hexer können keine Kinder haben. Aber mündeln. Oder eine Frau mit ihren Kindern auf und diese als eigene Kinder annehmen. Wie bist du Herr Kaufmann geworden? Dass Hexer Meuchelmörder werden, kann ich noch verstehen. Aber Kaufleute? Warum denn nicht? Wir träumen doch alle davon, unser Leben zu ändern. Ich habe es nicht beim Träumen belassen. Angeblich ist noch kein Hexer je in seinem Bett gestorben. Ich habe vor, der Erste zu sein. Das muss ich noch rausstellen. Lambert möchte etwas mit dir besprechen. Mein Freund wollte mit dir sprechen. Jungs, nehmt Letizia und die Kinder mit und lasst uns allein. Unsere Gäste wollen mit mir sprechen. Ich bin ganz Ohr. Rede du mit ihm, Geralt. Wenn ich es tue, verliere ich bei seinem ersten Wort die Kontrolle und erwürge ihn. Ja, auf jeden Fall lustig anzugucken. Ein schönes Haus hast du. Wunderschön. Schön hast du es hier. Ich habe anscheinend ein Händchen fürs Geschäft. Jetzt habe ich genügend Geld, um meiner Familie die feinen Dinge des Lebens zu bieten. Mit einigen Resten für die Philanthropie. Die Einrichtung von Frau Marabella verschmäht kleine Spenden nicht. Und die Kasse für Witwen und Waisen der Stadt übrigens auch nicht. Und das macht's wieder gut, oder was? Kennt deine Frau deine Vergangenheit? Deine Frau weiß, wer du warst? Wir sind ganz ehrlich und haben keine Geheimnisse voreinander. Sie betet jeden Tag für mich. Weißt du was? Es scheint zu helfen. Verdammt nochmal. Ganz ruhig, Lambert. Ich habe ihr alles gestanden, bevor wir geheiratet haben. Dieser Tag war für mich wieder Anfang eines neuen Lebens. Dann hast du weitergemacht, oder was? Also, tut mir leid. Erinnerst du dich an einen Hexer namens Aiden? Erinnerst du dich an Aiden? Ein Hexer. Er wurde in Elanda ermordet. Die Mörder sind gut bezahlt worden. Ich erinnere mich an ihn, wie an alle anderen auch. Mit tiefstem Bedauern. Trotzdem war Aiden anders. Entgegen aller Gerüchte wollten wir ihn nicht töten. Wir waren gezwungen, als er uns angegriffen hat.
Aiden. Erzähl mir mal deine Geschichte. Wie lautet deine Version der Geschichte? Aiden hatte den Auftrag, den Fluch von der Tochter des Herzogs zu brechen. Er nahm das Geld, verfuschte den Auftrag und verschwand, als das Mädchen starb. Du lügst. Wir wollten ihn nicht töten. Wir waren Schuldeneintreiber. Er hatte das Geld schon ausgegeben, deshalb verlangten wir seine Schwerter. Als er sich weigerte, kochten die Gemüter hoch. Vienne, unsere Scharfschützin, verlor die Nerven. Sie traf Aiden genau ins Auge. Später hat sie ihre Version der Geschichte erfunden, wohl um ihr Schuldgefühl zu besänftigen. Warum ich das jetzt nicht glaube? Ganz einfach. Ich kenne kein Quest, außer das, wo wir Triss helfen, wo ein Hexer im Voraus komplett bezahlt worden ist. Meistens kriegen sie dann vielleicht vorher ein bisschen was oder hinterher den Rest. Aber, dass der alles direkt, bevor er den Auftrag gemacht hat, alles bekommt, kenne ich so nicht. Deshalb glaube ich das auch nicht. Beziehungsweise ist er sowieso nicht glaubwürdig, weil er ja weiterhin mit Menschen handelt. Und dadurch kommt ja sein Vermögen zustande. Klar gibt er jetzt was, keine Ahnung, dem Witwen und Waisen und, aber tut mir leid, also das macht die Sache ja nicht besser. Also, davon kriegen die Menschen dann auch ihre Freiheit nicht wieder. Ich habe genug gehört. Was jetzt? Du hast dich verändert. Deine Reue ist gespielt. Für Buße ist es zu spät. Wir lassen dich in Ruhe. Deine weißt Reue du ist was, Karadin? Deine Reue ist gespielt. Sie ist nicht echt. Das war sehr gut gespielt, aber ich glaube dir nicht. Ich weiß nicht, warum wir überhaupt reden. Wir sind hier, um dich zu erledigen. Töte ihn, verschone ihn. Mach, was du willst, Lambert. Dein Freund, deine Rache. Ich habe lange darauf gewartet. Und ich will nicht sterben. Naja, ich wollte zuerst rennen, der im Bett stirbt. Ja, hast ja gut geschafft. Vielen Dank für deine Hilfe, Geralt. Gern geschehen. Willst du darüber reden? Nein. Wir sehen uns. Irgendwann. Mach's gut, Lambert. So. Geld, die Maritiumbomben und die anderen habe ich auch schon. So, wir werden uns jetzt aber um ein besonderes Quest kümmern. Habe ich mir schon ausgesucht. Nein, nicht das. Sondern das hier. Der meistgesuchte von Skellige. Also, das ist nämlich auch ein. Hallo, Lambert? Können wir reden? Worüber? Ja, würde ich sagen, nehmen wir schon uns mal mit. Wind gespielt. Na klar, ich habe sogar versucht, das Wesen mir beizubringen. Aber er hat sich als ungeheuer begriffsstutzig erwiesen. Warum fragst du? Willst du ein schnelles Ründchen spielen? Ja. Und ob? Wenn ich mit dir fertig bin, wirst du plärren wie ein Säugling. So, Spiel starten. Komm, zeig, was du hast. Wow. Besten Karten ever. Über dich. Dann legen wir dich.
Doof. Keine guten Karten. Probier jetzt einfach was aus. Ja, okay, super. Dann nehmen wir die Nummer zurück. So, und dann passen wir. Yay! Noch eine Spionkarte. Finde ich viel besser. So. Nehmen wir ihn hier. Dann würde ich sagen, legen wir die gute Philippa. Ich könnte die Runde gewinnen, aber ich passe lieber. Ist schon gemein. Na, ist okay. Kann ich mit leben. Gewonnen. Du hast gewonnen. Ich kann nicht fassen, dass ich meine einzigartige Karte rausrücken muss. Na, besser du als sonst jemand, schätze ich. Das war sehr nett von dir. Triss haben wir bekommen. Yay. Er gab mehr Erfahrungspunkte als manches Best. Dann auf zu der meistgesuchten Person. Dafür müssen wir hier runter. So, wir sind in Skellige. Mal wieder. Hallo. Und dann? Was dann? Nichts dann. Und was schert es euch auch? Das ist was für einen Hexer.
Bitte sehr. Worum geht's denn? Um ein Monster. Es hat mich angegriffen. Mich und meinen Kameraden. Das Vieh schlitzt mir auf. Nein, nicht wir. Der Hexer. Warum den Hexer belästigen? Das war doch bestimmt bloß ein Wolfsrudel. Du hattest solchen Schiss, dass du Gespenster gesehen hast. Ich hol ein paar stramme Jungs und dann... Nicht nötig. Der Hexer macht das schon. Du lässt uns nicht hängen, oder? Fahrröhr, strunzdoof. Wer bist du? Kommst du von Fahrröhr? Ganz schön weit weg. So ist es. Ich kam aus Fyrisdal, um eine Ladung Felle aus Svorlak zu verhökern. Svorlak? Also nicht von Fahrröhr. Svorlak ist auf Spiekeroog. Tja, weißt du, ich bin von Fahrröhr nach Svorlak gesegelt und habe da Krempel vom Festland gegen Felle getauscht. Dann bin ich hergekommen. Von Fahrröhr nach Spiekeroog nach Artskellig. Ist ja gut rumgekommen. Was bleibt mir übrig? Kaufleute segeln guten Geschäften hinterher, anstatt schlechte in der Nähe zu machen. Warum holst du dir keine Hilfe von hier? Der Jäger hat vielleicht recht. Und es waren nur Wölfe. Ich weiß, was ich gesehen habe. Und woher sollte er das auch wissen? Diese Drummond-Deppen können keinen Fisch von einem Furz unterscheiden. Dieser Depp da trug die Farben der Ankret. Bist du sicher? Ja, ganz sicher. Ach, was soll's. Dem Pack kann man auch nicht trauen. Ich bin von Monstern angegriffen worden. Ich brauche einen Hexer, keinen Jäger. Worum geht das? Erzähl. Also gut. Worum geht es denn? Erzähl. Mein Kollege und ich waren mit einem Wagen voller Felle unterwegs nach Fyrisdal. Plötzlich fängt was an zu kreischen. Das Pferd geht durch und dann springen lauter Monster aus den Büschen. Mein Kollege zog den Kürzeren. Den haben sie sich zuerst geschnappt. Ich bin wie durch ein Wunder entkommen. Was waren das für Monster? Neckhooks. Kein Zweifel. Was? Du weißt schon, scharfe Klauen, Tierschädel auf den Köpfen, greifen im Rudel an. Necker? Wer kennt's nicht? Ja, genau. Necker, fast 20. Also, hilfst du mir und bringst die Bastarde um? Die Straße muss passierbar sein. Ich will sie bald wieder benutzen. So. Und beim letzten Mal habe ich was ausprobiert, also... Du hast deine Ladung verloren, also weiß ich nicht, wie du mich bezahlen willst. Und ich arbeite nicht kostenlos. Ich hab noch was auf der hohen Kante. Bestimmt werden wir uns einig. Wie viel nimmst du denn? Ein gerechter Preis. Also? Ich helfe dir. Ich helfe dir. Herrlich. Hexer lassen einen nicht hängen. Im Gegensatz zu den Armleuchtern vom Clan Drummond. Oder Clan Drummond. Viel Glück, Hexer. Mach's gut. Moment. Wo finde ich dich? Was? Nach dem Auftrag. Wo finde ich dich? Oh, ach so. Hier, in der Taverne hier. Da warte ich auf dich. Gut. Bis dann. Sehr vertrauenserweckend. Dieser gute Mann, der ja so viel auf Artskellige, weil er generell auf Skellige unterwegs ist und sich nichts merken kann. Wagen. Ich muss mich umsehen. Das ist wohl der Kollege des Fahrers. Komisch. Scheint eher an Altersschwäche als an Verletzungen gestorben zu sein. Interessant. Es hat Wunden wie von Klauen in den Flanken. Aber eine Kiefersperre und einen durchgedrückten Rücken hat es auch. Könnte an Tetanus gestorben sein. Zum
Kurze Reflexe. Das war knapp. Ich schläg drunter. Mir ist, als sei das kein Zufall gewesen. Mal nachsehen. Ja, gehen wir mal nachgucken, lieber Geralt. Die Furche ist noch frisch. Der Felsen muss hier durchgerollt sein. Na, sowas ist es noch frisch, wenn es gerade von einem Moment passiert. Hier kam der Felsen her. Ich glaube, da sind Spuren. Der Schatten ist gerade sehr interessant. Neckarspuren. Ganz klar. Das sah sehr lustig aus. So. Hier ist die Höhle. Was geht hier vor? So, was in der Höhle zu finden ist, werdet ihr aber erst in der nächsten Folge sehen. Und wenn ihr die nicht verpassen wollt, dann lasst am besten ein Abo da. Und wir hören und sehen uns dann beim nächsten Mal. Eure Florinda. Bye!